Ja, ich habe das Boot jetzt mal aus dem Winterlager kurz rausgeholt, um ein paar Aufnahmen vom Ist-Zustand zu machen. Wie gesagt, steht im Moment trocken in einer Wechselbrücke drinne. Ich werde es jetzt mal abdecken und dann geht die Aufnahme weiter. Den Propeller habe ich vor kurzem erst erneuert, weil der andere so einen leichten Zinken hatte. Den gebe ich aber auch mit als Ersatzpropeller. Das Hydrofoil habe ich da drauf gemacht. Hat weniger damit zu tun, dass ich das Boot schneller ins Gleiten bringen wollte, weil das geht es eh extrem schnell. Aber somit ist es wesentlich kursstabiler und man muss nicht so viel bei langsamer Fahrt rumrudern. Die Trimklappen habe ich auch nachgerüstet, weil das Boot bei schnellerer Fahrt doch ein bisschen dazu zum Gieren neigt. Aber das ist alles immer eine Frage, ja, wie schnell man das mag. Ich bin jetzt nicht so der Schnellfahrer gewesen oder bin ich nicht. Von daher ist das neue Boot auch eher was Langsameres geworden. Bimini-Top ist dabei, liegt im Boot. Der Original-Back-to-Back-Sitz für die Steuerbordseite liegt zu Hause im Keller eingelagert. Ich hatte das wegen der Bequemlichkeit auf Einzelsitz umgebaut. Das Lenkrad habe ich geschliffen und neu lackiert. Ja, Radio ist verbaut. Wie gesagt, Anker, Fender. Nee, Anker, Entschuldigung, Anker ist nicht dabei, aber Leinen, Fender, Paddel, Bootshaken. Natürlich hat das Boot auch Gebrauchsspuren, was bei 30 Jahren, glaube ich, nicht ausbleibt. Das Anti-Fouling, wenn man es länger im Wasser nutzen möchte, sollte vielleicht mal erneuert werden. Ja, der Trailer ist wie gesagt neuwertig. Kann ich auch gerne noch mal Bilder von den Bootspapieren machen. Hat eine 100 km/h Zulassung bekommen. Ist auch vom Slippen her sehr einfach. Wird letztendlich nur mit drei kurzen Gurten direkt das Boot fixiert. Man muss also keine Spanngurte oder so übers Boot werfen, sondern das ist wirklich optimal gelöst. Lorenz Fischfinder habe ich nachgerüstet, allein weil das Boot kein Tiefenmesser hatte, was ich doch schon ein bisschen spooky fand. Müsste jetzt auf alle Fälle sauber gemacht werden. Das würde ich aber noch übernehmen, bevor ich das Boot übergebe. Anzeigen funktionieren soweit alle bis auf die Trim-Anzeige. Das habe ich nicht hinbekommen. Alles andere funktioniert.